Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, mit mir den Viper-Fan Lars 91. Aber ich bin nicht alleine und auch nicht der Spieler, sondern der L übernimmt das, Alaric's Little Horror Show. Ich grüße euch, Leute. Hallo zu Herr der Ringe, wie gesagt. Und wir schreiten mal weiter voran. Jetzt habe ich dir das mal geklaut. Ja. So. Hoffentlich kriege ich deswegen jetzt hier keine Content-Treffer. Anzeige vom Kartellamt oder irgendwie sonstiges. Content-Treffer auf YouTube. Und gut, die steigere ich mal beide komplett. Die. Oh, schön. Ja. Also, liebe Leute, es macht riesen Spaß, die Aufnahme, wie ihr hört. Es ist immer noch derselbe Tag, immer noch der 23., ich wollte schon wieder 24. sagen, 23. Jo. November 2015, um jetzt 10 vor 6 gleich. Und wir haben sehr viel Spaß. Ja, jetzt im Spiel sind die Frames wieder ein bisschen niedriger, aber mein Gott. Und unser Hasso hat mal eben mit einem Biss das fand ich so Killer. Geil. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Bei dem habe ich beim ersten Mal durchspielen, habe ich auch irgendwie 3-4 Versuche gebraucht oder sowas. Der hat mich einfach niedergemacht. Vor allem, man muss auch dazu sagen, ich neige sehr gerne dazu zu sparen. Merkt man besonders bei Risen. Langgrundblatt, Fiole der Kraft. Da war ja noch was. Fiole Valenors, Elbenmedizin. Jetzt gibt es hier gerade irgendwie so komische Streifen zwischenzeitlich. Okay. Warte mal, ich zeig dir mal, wenn ich den Charakter drehe, vielleicht sieht man's. Hast du es kurz gesehen? Ja, ich sehe es zwischendurch, ja. Ja. Ja, er war einer meiner Späher. Die Waage haben ihn überwältigt. Wir haben seinen Tod gesühnt. Das ist auch geil, wir haben die Quest erfüllt. Wir haben diese Quest erfüllt, bevor wir sie überhaupt angenommen haben. Also ich war gerade ein sehr motivierter Arandniel. Ja. Ja, jetzt weißt du auch warum, da lag alter Tobi rum. Ja. Erklär schon alles. Ich mach das jetzt mal kurz bloß, damit eben wieder Saurons Glubschauge verschwindet. Nö. Damit die Stats wieder voll sind. Achso. Schon? Lebensenergie und Dingens, ne? Hier. Energie. Und Saurons Auge ist immer noch da. Verschwinde, Glubschauge. Oh, wir wollen dich hin. Finde ich sowieso interessant. Saurons Auge und dann die weiße Hand Saurons. Ich habe ja den Wargkampf da so schnell gerissen. Bist du jetzt dran? Ein dicker Häuptling. Ein dicker, fetter Häuptling. Waldläuferkünste, Willen brechen auf den Ork-Häuptling mit dem dicken Stab da. Mit der dicken Kugel. Kann man auch falsch verstehen. Egal. Ich wollte nochmal Willen brechen. Gut. Willen brechen. Ork. Prügel die Scheiße aus ihm raus, bis sein Wille gebrochen ist. Gott, was ist nur los heute? Jetzt ein Revanche-Angriff, okay. Und um das gleich auszuschließen, nein, ich nehme keine Drogen, ich bin wirklich so. Der ist immer so, der braucht da nichts. Es ist. Der L und ich skypen momentan ja auch privat und der hat bestimmt schon festgestellt, dass ich noch bekloppter bin. Führerschaft, Gunst der Gefährten. Ich weiß nicht, ob er das schon in einem seiner Videos gesagt hat, aber jetzt habe ich es selber gesagt. Nö. Ich glaube, die Leute, die dich gucken, die wissen das. Das ist doch schön. Ich sag das jetzt einfach mal so. Mögen mich dann entweder so, wie ich bin, oder sie lassen es bleiben. So sieht's aus. Magische Fähigkeiten, eine dicke, fette Dusche für den dicken Ork. Passt. Könnte sein, dass das schwer erledigt ist dann mit dem dicken, fetten Ork. Jo. Ich bin Oscar für die Sterbeszene. Das hat reingehauen, dass es sich gewaschen hat. Schwertkunst. Exilions Zorn oder auch Zorn des Imperators. Ja. Toll. Sind wir wieder bei Herr der Ringe Verarschung, ne? Warum hab ich gerade den Imperial-Marsch im Kopf? Falsches Franchise-Keule. Oh, Mann. Aber jetzt, es hat ein bisschen geholfen mit dem Neustart vom Emulator. Es ist wieder ein bisschen flüssiger, also. So, immer noch ein bisschen Zeitlupe, aber. Und du kannst deine neue Freundin hochleveln. Das tut mir jetzt gerade selber weh, der Spruch. Du kannst deine neue Freundin hochleveln. Das musst du dir mal im Kleinhirn zergehen lassen. So, den Mama-Keule. Oh Gott. Zweimal Stärke, bitte.
So, dann haben wir deine neue Freundin hochgelevelt. So. Auf geht's. Die neue Freundin, ja, ist klar. Mann. Ja, oh. Leute, wir erzählen kurz auch, wenn wir bis zu zweit sind. Ja, aber wir haben Spaß. Ja. Das ist doch auch da. Und es kommt nicht auf Skill an, so wie manch andere denken. Es kommt einfach nur auf Spaß im Spiel. Ich glaube, ich gehe da mal da oben rum. Ne? Da ist bloß nichts. Ah, doch, ein bisschen Loot. Loot ist gut. Endwasserfiole. Tropfen der Heilung. Pilze. Oh Gott, nein. Oh, irgendwas gefunden doch. Gucke ich gleich rein ins Menü. War das eine Brustplatte für Sie? Irgendwie, irgendein Rüstungsteil auf jeden Fall. Tropfen der Heilung. Das wissen wir gleich. Dann gucken wir doch mal, was sie da Schönes gekriegt hat. Ausrüstung. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Das haben wir ja noch bekommen. Mann. Nee, sie hat einen Bauchreifen gekriegt. Geschick geht runter, aber Stärke 4 hoch, ne? Ist schon eine Hausnummer. Ja, aber die GP Problem gehen auch hoch, die AP gehen hoch, die Geschicklichkeit geht hoch, Stärke geht hoch und dafür bloß einmal Tempo und einmal Geschick runter. Ja, okay, dann nimm das mit. Dann müssen wir nur nächstes Mal dann... Ach, ja. Seht mal ehrlich, das sieht ein bisschen mehr nach Elbenwaffe aus. Ja. Vor allen Dingen, wenn du mal genau hinguckst, der Griff ist fast genauso lang wie die Klinge. Ja. Ähnelt eigentlich mehr an der Sichel so ein bisschen. So wie ein Kukri fast. Sagt dir das was? Könnte sein, ja. Und das ist so es geht so Richtung Entermesser fast. Arr! Ein Entermesser! Arr! Alles rissiges Zeug. Ach ja, den haben wir ja noch. Klar. Ja, sie hat noch einen Bauchreifen. Sie kriegt einen neuen Bauchreifen. Ja, da geht alles mal hoch, ne? Ja. Da ist auch gleich Geschwindigkeit wieder hoch. Also hat sich das ausgeglichen mit dem Schwert. Und es ist ein bisschen kürzer, es ist ein bisschen mehr so. 60er Jahre, 68er Revolution. Frau zeigt Bein, ne? Ja, so ungefähr. Nur, dass sie eine Strumpfhose drunter trägt. Ach, das ist ja Quatsch, ne? Braucht's ja gar nicht. Eieieiei. Also ich glaube, wenn das für PC gäbe, dann möchte ich nicht wissen, was es für Mods dafür geben würde. Übrigens muss jetzt gegen dieselben Leute. Das wäre alles wieder bloß Schweigraben. Ja, aber echt, ey, ganz schlimm. Schlimm. Ey, was es für Oblivion und Skyrim für Tittenmods alleine gibt, also das ist... Du kannst ja mal eben den Leuten die Schattenmagie vorführen, wenn du das möchtest. Kann ich das? Musst du einfach ein bisschen weiter nach unten gehen, unter Schatten. Magie brechen, ja, versuchen wir es doch mal. Einfach mal so machen, dann kriegst du trotzdem Skillpunkt. Ja. Du kannst nämlich positive Effekte des Gegners aufheben. Zukünftig. Also wenn jetzt zum Beispiel, Typ, was zaubert, was Positives, von wegen, dass er schneller flüchten kann, machst du dann einfach, nee, hier, peitsche das Hand, fick dich. Klaus Hiebler mit dem Buff sozusagen. Richtig. Peitsche ihn aus und dann hat er keinen Impact. Okay. Oh, Elegost. Nicht schlecht. Optisch so genial. Oh, bisschen überbeleuchtet, aber so, es hat schon was. Ich bin blind. Dann müsste der Fluch der Ochs sein, hat man ja gesagt, ne? Genau, das gerade wieder. Vor allem, wie er erstmal so guckt. Und wie? Ja, und der hat jetzt wirklich gerade ein bisschen geguckt. Oh. Ja, läuft. Jo. Sehr schön. Ach, so kurz davor. Ja, müssen wir Elegost ein bisschen heilen. Noch ein Beutel, alter Tobi! Freut sich der Laszlo. Brünenwasser, Gift der Stärke. Ethylien-Langschwert. Ja. Ich muss erstmal überlegen, wie die Aussprache war. Aber es war ein Ethylien-Langschwert. Aber ich will mal als allererstes von Elegost mal ein bisschen Heilung. Königskraut war für Heilung. Jo. Oh, ein bisschen Königskraut, ne? Mich wundert ja, dass du die Handwerkskunst noch nicht benutzt hast, um neue Items zu bekommen. Das kann ich dir sagen, woran das liegt. Hab ich nie gemacht. Also ich habe das private Spiel von mir lange nicht mehr gespielt, das weiß ich. Aber ich habe Handwerkskunst bis zur Elbenmedizin hochgeskillt. Ich glaube, ich habe über 100 Elbenmedizin bei mir. Okay, Stärke geht ein bisschen runter. Ist das eine goldene Klinge? Werden wir gleich sehen. Sieht so ein bisschen gülden aus, kann das sein? So ein Bild meine ich jetzt.
Nö, wenn du mal auch das. Ja, ist doch so ein bisschen goldenen Schimmer hat. Irgendwie ja, ne? Jo. Jo. Schön, dann sind wir uns darüber einig. Ein güldenes Schwert. Da warst du schon. Du gehst gerade zurück. Du musst raus. Warte mal. Ah, den Weg wollte ich ja lang, genau, aber den gab es ja gar nicht, da war ja bloß eine Einbuchtung. Genau, da wolltest da. Sonst ah, sein, hier, genau. Das ist der Weg, den ich auch wollte. Yay! Wollte halt im Norden, Nordosten da diese beiden Punkte besuchen, weil das ist ja questrelevant. Jo, genau so sieht's aus. Vor allem ist es auch schön, dass ich mich selber bei dir höre. Aber egal. Ich ignoriere das einfach. Oh, so wie immer. Das ist scheiße eigentlich. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht doppelt schallert oder so. Ja, das weiß ich nicht. Sonst lehne ich mich einfach mal so ein bisschen zurück. Sollte ich eigentlich sowieso generell des Öfteren mal machen, mich zurücklehnen beim Aufnehmen und nicht so mich vorne hinkreuzen, sodass ich halt mit dem Bildschirm springe. Oh, ich darf gegen zwei Waage kämpfen. Bogenkunst. Pfeilhast gegen die beiden. Gegen die beiden, wollte ich schon sagen, nein, gegen die beiden. Oh. Okay, das wäre fast ein Kill gewesen. Also er macht jetzt schon mit seinen normalen Schüssen auch echt sauer Schaden, der gute Mann. Mhm. Das stimmt. Also viel haben die jetzt nicht mehr. Schwertkunst. Schmetterschlag. Auf den, genau. Großer brauner Wark. Auch eine tolle Aussage. Dreifach Kritik. Alter Schwede. Idrian, macht bitte einmal die Schwertkunst des Kampfes um gegen den Bogenbau. Auf ihre gewohnt liebevolle Art. Auf liebevolle Art poliert sie ihm die Fresse. Aber liebevoll. Ja, natürlich. Das ist es wahrscheinlich. Das wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest wahrscheinlich. Zwergen am Schienen, die legen wir eben später an. Der kleine Headhut kriegt auch noch was. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, deswegen hänge ich hier so. Okay, jetzt gibt's doch noch mal, glaube ich, tatsächlich. Meine Wunden sind nicht tödlich, deswegen hänge ich hier so. Und dank euch lebt der Wag, der sie mir beibrachte, nicht mehr. Ihr seid eine geile Sau, deswegen gehe ich jetzt. Ja, wie du gesagt hast. Ich banne mir einen Weg zur Blockade der Uruks und warte dort auf euren geilen Arsch. Meine Homies haben sich getrennt. Ey, jetzt machst du Ghetto hier oder was, Alter, ey? Ja, zwei von uns wollten zum Ghetto der Blocken der Uruks. Zwei andere zur Waghöhle, wo sie aufgefressen wurden. Ja, der eine war zwar noch da, aber tot, und der andere vielleicht verdaut als Knochen, dass er einer von der war, also weiß ich nicht. Ich kehre nun zu meinen Homies zurück. Hab Dank, ihr geile Sau. Hätte ich gesagt, hab und Dank, tschüss. Der Peace Out versucht. Vor allem, erstmal hängt er so ab und dann plötzlich geht er aus dem Bildschirm. Ja, mir geht's gut. Lül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 
Und die sehen auch noch geil aus. Freut sich, der Laszlo kriegt sein kleiner Zwerg auch noch was dazu. Gut. Okay. Ich muss sagen, Beretor sieht jetzt richtig gut aus mit seiner Rüstung. Der Helm ist um einiges besser. Ja. Okay, passt auch besser zur Rüstung. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir beenden den Part hier. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Sparten sagen ciao. Reden uns aneinander rein. Aber wenn wir wieder voll im Ghetto von Herr der Ringe sind, nächstes Mal, wisst ihr Bescheid, Leute, ne? Ey. Ja. Peace out. Jo, aufbauen.